seid nicht so griesgrämig. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Wir haben keine Zeit für eure Späße. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Aber wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verstehen. Aber wir können dann nicht lachen, wenn wir gegen Gegner kämpfen. Na, ich glaube, bei dir ist schon der richtige Weg, oder? Mhm, steht davor. Gleich, Erwecker. Ihr seid ein wahrer Künstler im Beseitigen der Diener des Todes. Also zumindest bin ich schon mal reingegangen. Jo, ich komme sofort nach. Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Oder soll ich bloß alleine klatschen? Nein. Tja, das war ja deine Idee, dass wir jetzt Repair of Souls jetzt aufnehmen. Nicht meine. Da musst du jetzt durchmachen. Ja, aber du läufst ja mal wieder. Ja, ich kämpfe ja. Durch. Nicht ja. Wir wollten ja durchrushen, nicht gegen die scheiß Monster machen. Dazu habe ich schon in der Upload 3 schon was gesagt. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Boah, kommt. Sterbt. Shit, ich brauche jetzt mal Hass wieder. Jetzt fühle ich mich besser. Wow. Ich habe so das Gefühl, dass ich gleich wieder in die Stadt zurückgehen muss. Ja, noch ein Boss kommt. Wow, die können ja richtig rennen, die Zombies. Die haben ja dazugelernt. Ja doch, ich gehe richtig gut. Ah, blaue Sachen, sehr schön. Kannst echt nicht warten. Ja, einen lasse ich über. Okay. Bin ja jetzt schon im Vorhof. So, der letzte ist da oben gewesen. Und da hast du schon wieder ein Level. Jo, sprech mit Miriam. Ja, Miriam ist unten. Was war das? Das war Urzael. Urzael? Urzael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. Nun gut. Wir sollten zur Enklave zurückkehren, um zu sehen, ob Tyrael schon mehr über den Splitter in Erfahrung bringen konnte. Ja, einverstanden. Kehrt zur Enklave der Überlebenden zurück. Ja. Allerdings erstmal kurz den Punkt hier noch verteilen. Widerstand gegen alle Schadensarten. Oh ja. Ich muss zurückkehren. Ah gut, dann können wir ja auch direkt Sachen wieder verkaufen. Und einlagern. Genau, und einlagern. So, erstmal einlagern. Dich und dich. Dich auch. Ach nee, Quatsch. Ihr kommt ja hier rein. Stimmt. Seht euch ruhig um. So, schnell Sachen verkaufen.
Oh Gott. Okay, das wird jetzt eine schöne Gesprächsrunde wieder. Ich habe gehört, dass sich der Großmeister persönlich in Westmark aufhält. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass ich ihn finde und mit ihm spreche. Ich werde ihm von den Sünden berichten, die sein Orden begeht. Ach, wir machen da im Hintergrund viel Lärm. Wenn er der Anführer des Ordens ist, ist er darüber wahrscheinlich informiert. Nein, ihr habt Unrecht. Meine erste Erinnerung als Templer ist an ihn, wie er mir Mut zusprach und mich im Orden willkommen hieß. Ich habe ihm in die Augen gesehen. Er ist ein guter Mann, das weiß ich. Heute werde ich erfahren, wie weit die Korruption des Ordens reicht. In Ordnung. Geht und konfrontiert eure Waffenbrüder mit diesen Vorwürfen. Ich werde das Richtige tun. Auch wenn ich mich meinem gesamten Orden entgegenstellen muss. Ich könnte einen guten Freund an meiner Seite gebrauchen. Nee, das geht leider nicht. Ohne Bekenntnis. Mutter hat mich schon von jeher vor den Armen gewarnt. Sie wollen meinen Reichtum, aber dafür zu arbeiten, käme ihnen nie in den Sinn. Und nun haben sie eine Armee des Todes erschaffen. Wenn ich einmal König bin, werde ich ihnen Manieren beibringen. Oh, große Töne von dir. Wir werden doch nicht etwas sterben. Sagt, dass wir nicht sterben werden. Ich will meine Seele behalten. Ah, keine Panik. Wir werden schon siegen. Gegen das Böse. Jetzt höre ich, dass diese Seelenernter sich menschliche Seelen einverleiben. Das ist doch Wahnsinn. Und schrecklich. Was streckt ihr euch so an? Ich mute mich mal kurz, ich bin gleich wieder da. Jo. Schaut, der Splitter wandelt sich. Maltael verändert den schwarzen Seelenstein, oder? In der Tat. Er hat die Kraft der Seelen Westmarks gesammelt, um den Seelenstein zu verändern. Doch ich begreife seine Absichten noch immer nicht. Er tötet alles und jeden. Viel mehr braucht ihr doch gar nicht zu wissen. Ich muss wissen, was er als nächstes tut. Nur so kann ich ihn aufhalten. Was passiert jetzt? Oh Gott. Die Stadt geht in Flammen auf, wie man sieht. Oh Gott. Kein gutes Zeichen. Das hat Urzael getan, um die Seelenernte Westmarks zu Ende zu bringen. Wo kann ich ihn finden? Ich weiß nur, dass er sich in einem Turm irgendwo im Adelsviertel befindet. Und dass er nicht besonders freundlich sein wird. Bevor ihr aufbrecht, um ihn zu töten, solltet ihr an meinem Wagen Halt machen. Ich kann euch ein paar Gegenstände verzaubern. Ja, ist ein nettes Angebot, aber brauche ich jetzt nicht. Begebt euch ins Adelsviertel von Westmark. Ja. Ich marschiere schon mal weiter. Wer weiß, wie lange das bei meinem Bruder jetzt dauert. Und jetzt nochmal eine Aufnahmepause machen, mache ich jetzt mit Absicht nicht. Er kann ja nachjoinen. Wahrscheinlich ist er auf Toilette oder so, keine Ahnung. Findet den Turm von Corellan. Bonus, flammende Maiden getötet 3. Okay. Ja. Dann wollen wir mal. Okay, hier ist nichts. Ah ja. Jetzt dürfen wir wieder gegen viele Untote kämpfen. Mal wieder. Ich geh mal nach rechts. Komm, die leben, ey. Boah. Also, es tut mir leid, dass es zeitweise leckt. Ich glaube, das liegt daran, weil hier immer die Gegner plötzlich erscheinen. Und weil es zu viele sind. Vermute ich jetzt einfach mal so. Aber naja, man kann ja damit leben. So, wieder da. Jo. Oh, eine Halle. Ich bin schon mal ein bisschen vorgegangen. Naja. Ah ja, wieder eine Nebenaufgabe. Sehr schön.
Es ist vollbracht. Die Blutlinie von Rakkes kehrt auf den Thron von Westmark zurück. Ich nehme an, dass ihr damit euch meint. Meine Großmutter war die Tochter Corellans. Er hat sich jedoch nie zu ihr bekannt, da nicht die Königin ihre Mutter war, sondern eine Kurtisane. Mit der Unterstützung der Bauern werde ich die Westmark zu einem friedvollen, gerechten Ort machen. Der Faulenzerei der Wohlhabenden wird ein Ende gesetzt. Natürlich wird es ein wenig Blutvergießen geben. Wir müssen schließlich ein Exempel statuieren, unseren Machtanspruch stärken. Doch das ist nur Mist. Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Die Westmarks haben bereits einen zu hohen Preis gezahlt. Ich werde nicht zulassen, dass ihr dies tut. Mein gesamtes Leben habe ich mich auf diesen Tag vorbereitet, Dämonenjäger. Yay! Wie viel Leben hat der? 2 Millionen. Naja, das geht noch. Ja, toll. Aber der kann gut kämpfen. Das komme ich nicht rein. Ja, weil ich gegen ihn kämpfe. Ja, hoffentlich verkackst du. Wo ist der? Da. Also, hab ich ein Paradox Level. Ja. Sehr gut. Glückwunsch. Okay. Das war die Aufgabe. Gehst du den Weg weiter? Dann gehe ich da. Oder warte mal, gibt's da unten. Unten was? Nee. Geht's nicht weiter. Nee, ist eine Sandkarte. Ich hab's gerade gesehen auf der Karte. Okay. Maltales! Ne, Matael. Ohne es. Hier ist gar nichts. Außer nur ein paar Skelette. Ah, du kämpfst schon gegen eine Maid. Markus? Nö. Da steht er. Da stand da aber gerade. Ich hab das nicht mitgekriegt. Hier sind so viele Viecher. Ah ja, wir sehen es ja am Bonus. 1 von 3 schon getötet. Mal gucken, vielleicht ist hier unten auch noch eine. Was hat ihr denn? Teuflischer Hund. Hier ist die zweite. Ja, komm. Guck ich auch mal ein bisschen auf. Die dritte ist hier oben. Okay. Dann haben wir den Bonus erreicht. Und noch eine Nebenquest. Juhu. Die Bücherei. Ach Gott. Oh Gott, jetzt brauche ich erstmal wieder Hass, ey. Gut, dass ich hier meinen Wolf habe. Warum? Weil sonst wäre es einfach zu viel. Also der ist wirklich eine gute Hilfe. Hm. Ich bin alleine besser zu... Die teuflischen Hunde sind ja auch Hilfe! Merkwürdig. Helft mir! Diese Monster haben mich hier drinnen eingeschlossen! Jo, ich helf dir schon. Och nö, jetzt darf ich gegen eine Maid kämpfen. Nö. Ach, okay, doch. Die ist schon tot ist. Ich danke euch. Ne, die mussten sehen, Ernte töten. Einen Moment länger ausgesetzt gewesen, wäre ich mit Sicherheit gestorben. Ach du Zeig Scheiße! Doch. Was bist du denn? Glocke oder Glocke. Okay, der hat hier überhaupt gar nichts ausgehalten.
Flammende Maid. Ah ja, die letzte. Jawohl, somit haben wir das Bonus auch geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den Turm finden. Den ist hier oben. Alles klärchen. Na gut, dass die Gebiete hier auch nicht mehr so groß sind. Dass das einigermaßen schnell geht. Moment, ich wollte hier noch was einsammeln. Hast ja noch ein paar Sekunden Zeit. So, jetzt kann ich annehmen. Yay, wir dürfen wieder einen Boss töten. Tötet das innerhalb von 2,5 Minuten. Wo ist Sekunden platt? Ja. Mein Meister hat seine Arbeit am Stein bereits aufgenommen. Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt. Es ist bedeutungslos. Sagst du. Und er ist tot. Der Dämonenbund wird bald Geschichte sein. Für das, was ihr getan habt, werdet ihr sterben. Die Dämonenbrut wird im Feuer umkommen. Wow. Wow, 91 Millionen Leben, ey. Voll übertrieben. Ich habe nicht genug Hass. Flash. Mann, hinterlass mal ein paar legendäre Sachen, das wäre mir viel lieber. Der Tod. Ah, Maltael. Nie fallen. Ich werde alle Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Zur Hölle damit. Und wieder zurück in die Stadt. Ich muss zurückkehren. Dann wollen wir dies auch tun. Oh, die Musik hört sich auch wirklich sehr schön an. Erstmal wieder ein paar Sachen einlagern und verkaufen und dann wieder quatschen und dann geht's weiter. Dich. Die anderen sollen verkaufen. Seht euch ruhig um. Und reparieren. Ah ja, und das nicht vergessen. Auch. Genau. Da unten ist der Schmied, okay. Es sieht mir gar nicht ähnlich, so die Fassung zu verlieren. Also ich kann mir nicht erklären, was da über mich gekommen ist. Das bleibt unter uns. Was meint ihr? Von mir aus. Herstellen und reparieren, genau. Kannst du auch vom Händler machen. Ja, aber ich war jetzt gerade in der Nähe. Jetzt, da Osael tot ist, werde ich nach Bramwell gehen und meinen Sohn suchen. Soweit ich weiß, wird Bramwell weiterhin angegriffen. Das ist mir egal. Na, du bist ja mutig, Frau. Dank euch kann ich meine Frau endlich zur letzten Ruhe bitten. Haben wir doch gern gemacht. Eine Aufzeichnung dieser Katastrophe würde sich eines Tages richtig spannend lesen, wenn denn jemand überlebt, um sie zu schreiben. Bist du wieder am Quatschen? Welch Glück mir beschieden ist, dass ich den Retter von Westmark treffe. Ihr müsst mir unbedingt einige Fragen beantworten, wenn eure Arbeit zu Ende ist. Rakis hatte ganz Kanduras erobert, bevor er Westmark gründete. Diese Invasion abzuwehren wäre ein Kinderspiel für ihn. Ja, das glauben wir dir. Okay, sprecht mit Tyrael. Osael ist gefallen. Die Seelenernter werden die Stadt nicht ohne ihn halten können. Ihr habt Westmark gerettet. Doch wir wissen immer noch nicht, weshalb Maltael den Seelenstein gestohlen hat. Mit jedem Moment, der vergeht, wird er stärker und uns läuft die Zeit davon. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen. Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen.
Okay, dann wollen wir mal mit ihr sprechen.